Diese Wiederholungsmuster, diese sich immer wiederholenden Muster, comes back again and again, was immer und immer wieder zurückkommt, like, like waves, fast wie Wellen. And that's kind of very exhausting. And how do we get rid of that? Und wie kann man das denn loswerden? I think what is important is, I mean, what many of you have said. Ich denke, was wichtig ist, das haben ja auch einige von euch gesagt. Very relevant. Und das ist sehr relevant, was ihr gesagt giving habt. Space, Raum geben. Recognizing what's happening. Zu erkennen, was vorgeht. Giving space. Und das Raum geben. And don't become tense. Und sich nicht zu verspannen. This is particularly relevant for Germans. Und das ist für Deutsche ganz besonders wichtig. Don't be aggressive about it. Also nicht aggressiv dagegen vorzugehen. And don't be also in a sense like to a child, not scolding, but becoming in a loving way, you know? Und wirklich wie mit Kindern, nicht mit Schimpfen reagieren, sondern liebevoll umarmen. I think we are not so skillful in working with ourselves. Ich denke manchmal, wir sind nicht sehr geschickt im Arbeit mit uns. To love ourselves, wir können uns oft gar nicht genug Liebe geben selber. Wir können uns nicht um uns selber wirklich echt kümmern. And so in that way, I think there are so many ways to talk about this, you see. Es gibt so viele Wege, darüber zu sprechen. Sometimes when I refer to other teachings I've given, wenn ich auf andere Belehrungen Bezug nehme, die ich schon gegeben habe, because of inspiration, weil da war eine bestimmte Inspiration, because of the moment, und weil ein besonderer Moment da war. Teachings I've given, the reason why I refer to them, also warum ich mich immer wieder auf die Lehren because zurückbeziehe, die ich schon gegeben habe, like for example yesterday morning teaching, wie zum Beispiel das von gestern früh. Viele meiner älteren Schüler haben gesagt, es war eine ganz besondere, eine ganz because neue Belehrung. Really the moment. Weil es einfach diesem because Moment entsprach, weil die Inspiration da war. There are things that I've said, many of them said, viele von that den I not say before. Dingen, habe ich, die ich da gesagt habe, habe ich so vorher noch nicht gesagt. And somehow with me, there are of course certain elements, und bei mir, some points, natürlich gibt es Elemente, Punkte, I mean, some is kind of the same in a sense, die sich immer wiederholen, die dieselben bleiben. View, about compassion, love, like words. Immer über die Sicht, über Mitgefühl, diese Begriffe bleiben die gleichen. Diese Worte wiederholen sich wie but immer wieder. At the same time, it's completely different. Trotzdem ist es immer etwas anderes, Neues. It is communicated. You understand? Die Art, wie es rüberkommt. When I said something, aber wenn ich was gesagt habe, I've said it. Like for example, this note, I'm not repeating now. Dann ist es durch, dann habe ich es gesagt. Deswegen because kann ich auch jetzt die Notizen nicht nochmal wieder machen. Ich spreche lieber direkt. And that is also those, what really the teachings I've given, die Lehren, die ich schon gegeben habe, actually for everybody, sind immer für alle not gedacht. Just for the people, like the teachings I've given yesterday, zum Beispiel just for you, gestern früh, das habe ich nicht nur für euch gesagt, all those who are interested, sondern für alle, die dran sind und die interessiert sind. To make it available for people. Das ist der Grund, warum so wir sie auch immer zur Verfügung stellen. What I'm saying, like about the negativity, was ich zum Beispiel über Negativität gesagt habe, there's a teaching I did give in Lehrabling, habe ich eine Belehrung in Lehrabling gegeben. Drop it. Die hatte den Titel Lass fallen. I remember once what happened was there was a particular period, you know, when we're talking about it about retreat was on healing. Es war nämlich eine Periode und das Retreat ging um Heilen, um Reinigung. At a certain time some stuff were coming out. Und dann gab es einen Moment, wo wirklich Zeug hochkam. Especially with the French. Und besonders bei den Franzosen wurde es sehr sichtbar. I have on many occasions tried to speak very nicely about emotions and negativity working, but then on this occasion, dann versucht immer sehr nett zu sein und angenehm und freundlich über Emotionen zu sprechen. Simply said, drop it. Aber in diesem Moment habe ich einfach nur gesagt, lass doch endlich fallen. Es war einfach eine Belehrung, die and hieß nur fallen lassen. Found it was very helpful. Und das fanden die Leute sehr hilfreich. In fact, it happened soon after, und kurz danach ist es passiert, da gab es zwei Leute, die immer so Reibungen hatten. Because some of the frictions come once, different ways of communicating. Denn eine Reibung entsteht, wenn man sich different auf verschiedene Weise kommuniziert. And different way the people are. Und die verschiedenen Stile, die Leute haben, even die verschiedenen Arten, wie sie sind, love each other, obwohl sie sich lieben. One is American. Einer ist Amerikaner. Amerikanisch. And the other is French. Und andere Franzose. One is very American. Und der eine Mensch ist einfach auch wirklich sehr amerikanisch. Very French. Und der andere Mensch ist sehr französisch. So they have always slight tiff, you know, slight tiff, like, you know. Es hat immer Reibung gegeben, slight immer. Tiff. So there was a little bit emotional thing charged that goes on. Immer war so eine emotionale Ladung dran. Und kurz nach den Lehren, because sometimes the way, you know, like for example, the way this American person was, weil die Art und Weise, you know, it sparked off that kind of reaction wie, in the
in the French person, even before this one said anything. Weil dieser amerikanische Mensch so amerikanisch war, hat er sofort eine Reaktion in dem französischen Menschen ausgelöst. Er musste nicht mal was sagen. Also, in our mind, we repeat, you see? Und like for example, if you have an aversion, so ist es in unserem Geist auch, wir wiederholen. We repeat that experience. Wenn wir eine Aversion haben, wir wiederholen diese Aversion immer wieder und immer wieder, bevor es überhaupt passiert noch. Da braucht nur einer von Ferne zu kommen, dieser Mensch, und wir denken schon sofort an unsere Aversion ist da. So, she started reacting, this French person. Also, sie hat wieder reagiert, diese französische Frau. Woraufhin der amerikanische Schüler von mir, she said to this person, die hat dann gesagt, drop it. Lass fallen. Really nice way, said, drop it. Sie hat es ganz, ganz nett gesagt, and lass doch fallen. The French person said, und dann hat die Französin gesagt, okay. In Ordnung. Okay, and smile. Und hat gelächelt. And really smile. And they dropped it, und wirklich gelächelt. Und sie and konnte es wirklich fallen lassen. There was a meeting. Und dann konnten sie sich begegnen. There was like, almost, you see, it's a bit like, you know, when it's very cloudy and the sun gets a little bit hidden behind the clouds, isn't it? Das ist ein bisschen, wenn es wolkig ist und die Sonne hat sich versteckt in den Wolken. But then the clouds move away, the sun comes back again. Like that. Und dann gehen die Wolken weg und die Sonne scheint wieder. Sometimes when we drop it, wenn wir fallen lassen, the sun is released from the clouds. Dann kann die Wolken hinter den kann die Sonne hinter den Wolken hervorscheinen. But then the clouds comes back over the sun again. Und natürlich kommen die Wolken auch mal wieder zurück und verdecken die Sonne. I think the question of just dropping it. Ich denke, es ist ganz wichtig, diese Frage des Fallenlassens. Und von dieser Natur gibt es so viele Lehren. Und die sind nicht nur Inspiration. Denn es ist eine ganz wichtige Qualität darin, ist Inspiration zu haben. Und auch Segen zu spüren. Und auch eine bestimmte Energie ist nötig. Ob es Humor ist oder andere Dinge. Das ist etwas, was dich berührt, was den Leuten eine Wirkung hinterlässt. Und ich habe die Lehren auf so viele verschiedene Art gesagt. Weil wir sind alle so verschieden. Wir haben alle unsere verschiedenen Bedürfnisse. Wir sind verschiedene Menschen und haben mit verschiedenen anderen Menschen zu tun. Obwohl grundlegend wir alle dieselben Emotionen haben. Aber wenn ich Witze reiße zum Beispiel. Aber bei manchen Witzen lacht kaum jemand. Who doesn't laugh with other jokes laughs. Aber ein Mensch, der bei sonst allen anderen Witzen nicht lacht, der bricht plötzlich in schallendes Gelächter aus. Then I thought, yes, that was the point. Und dann habe ich mir gedacht, aha, dieser Witz hatte doch einen Sinn. That it really helped the person to release. Er hat wenigstens diesem einen Menschen geholfen, sich zu öffnen. So in a sense that you see, it's kind of people are so different therefore, you die know? Leute sind so verschieden. Also differently. Darum muss man auch immer wieder anders lehren, um verschiedene Leute erreichen and zu so können. That's why there are so many different teachings. Und darum gibt es eben auch so viele verschiedene Lehren über Negativität. So ich habe das so oft über Emotionen. Und ich zeige euch einfach das, um euch die Quellen verfügbar zu machen. Since also I'm speaking more directly now, und da ich jetzt auch direkt spreche, if I were to just say now, wenn ich einfach jetzt sage, this was actually in experience from actually just last night. Und das ist eine Erfahrung von gestern Abend. Like she's been going through something. Sie hat gerade etwas durchzumachen. Quite a difficult period. Eine ziemlich schwierige Zeit in, her life. In ihrem sometimes Leben. Sometimes it's very interesting when people are actually going through something. Es ist so interessant, wenn man wirklich was durchzumachen hat. And then, like you see, that kind of the need. Dann ist dieses Bedürfnis, die Situation, die da sichtbar ist, kann sehr schnell in eine Belehrung inspirieren. Und weil sie das Buch sehr intensiv gelesen hat, hat sie sozusagen eine Quelle, eine Grundlage. Und dann hat sie auch das Tape gehört, besonders dieses übers Fallen lassen. Very much, she said, was helping. It's like almost there was a sensor, because sometimes what we need, denn was know? Wir manchmal brauchen, you know, sometimes we need, wisst ihr, was wir brauchen? We need somebody. Wir brauchen jemanden, isn't it? Oder? We need somebody. Wir brauchen jemanden. Isn't it? Ist es nicht so? We need love. Wir brauchen Liebe. We need someone to care. Wir brauchen jemanden, der sich um uns sorgt. We need someone that understands us. Wir müssen jemanden haben, der uns versteht. And unfortunately, und dummerweise difficult to find a person. Ist es schwierig, oft einen Menschen dafür zu finden. So, tape. Also, Kassetten.
much less headache. Viel weniger Probleme. When you fed up, wenn man die Schnauze voll hat, you can switch off. Kann man es einfach abschalten. And then the tape does not have emotion to you. Und außerdem hat die Kassette keine Emotionen dir gegenüber. But that really is, this is something I've not said before. Das ist etwas, was ich vorher nicht gesagt habe. Sometimes you see, even though in the heart of heart I mean it. Obwohl ich im Herzen heraus es meine. It's there what I meant when I said listen to the tape. When I said listen to the tape. Also sobald ich so much meaning there. Wann immer ich sage, hört euch auch Kassetten an, dann meine ich das schon. It's not mean how you said. I'm not explain why. Aber ich kläre nicht immer warum, manchmal zwar schon. Like for example, now I say something to you. Jetzt sage ich euch zum Beispiel etwas, was ich nicht gesagt habe bisher. It actually accompanies you. Sondern dass es euch begleitet. Accompanies you. Es kann euch begleiten. Like for example, I've experienced this myself. Ich habe das selbst gemerkt, bei mir when selber. I've been through really difficult moments. Wenn es wirklich schwierig wurde when für I mich to the teaching of my master. Und ich mir die Lehre meiner Meister höre. Particularly some very special teachings. Es gibt einige sind ganz sometimes besonders speziell geeignet dafür. One very special teaching. Das eine besondere Belehrung. Is good for all seasons. Kann für sozusagen für alle Jahreszeiten, für all alle Möglichkeiten. You can listen to the same one. Man kann immer wieder dasselbe hören. Every situation, everything. Mit jeder Situation, mit allem. You know, it works. Und es funktioniert einfach. And that when you listen to that. Und wenn man so etwas hat like really it gives you the support, und sich anhört, dann hat man wirklich Unterstützung. Man hat Verständnis. And also that space, und man hat auch Raum. And the release, and all those things that we need. Und Erleichterung, all das, was wir brauchen. Most important of all, und das Allerwichtigste, as I was saying yesterday, wie ich ja gestern schon gesagt when habe, I explained the name Kenze, als ich den Namen Kenze erklärt habe, is that there is a such a, what we realize in the teachings, was wir in den Lehren finden, there's such an extraordinary wisdom, so eine unglaubliche Weisheit, ein Kennen, ein Wissen, ein Verstehen. When you really realize how much this understanding is there, wenn man erkennt, wie viel Verständnis da wirklich drin really ist, wenn du wirklich dein really, Ego you verstehst, know, when you really realize your ego, wenn du es wirklich that, siehst, erkennst, then you can kind of almost finish with it, dann ist es fast schon damit vorbei. Dann bist du durch, du bist durch. When there's really an understanding, wenn wirklich ein Verständnis when you feel da ist, that you really understood, wenn du glaubst, du hast wirklich verstanden, spürst, like, du hast verstanden. Then because sometimes the pain is that we're not understood. Denn der Schmerz ist, wenn wir nicht verstehen. Nobody understands. Niemand versteht uns. Also sometimes pain is, und manchmal ist der Schmerz der, we cannot communicate, dass wir es nicht rüberbringen. Wir können es nicht kommunizieren. Cannot communicate. Like we want to say, wir möchten es gerne sagen, we don't know how to say. Aber wir wissen nicht, wie. Sometimes we don't find the right person to say. Wir finden auch vielleicht nicht den richtigen Menschen, dem wir es sagen könnten. And also when we are with the right person, und wenn wir mit dem richtigen Menschen sind, ist vielleicht we don't know how to say. Doch oft Emotion im Spiel und wir können es nicht ausdrücken. Because wir können wissen nicht wie. Weil auch der andere hat ja Emotionen, seine Sachen zu laufen. We cannot say it very openly. Und das heißt, wir können es gar nicht offen sagen. We have to be very careful how to say. Wir müssen vorsichtig sein, wie wir es ausdrücken. We cannot just say it. Wir können es nicht einfach nur sagen. That's why sometimes in the communication, darum in Kommunikation muss man die Atmosphäre klären von so viel Zeug, dass sozusagen eigentlich beide ichlos sein müssten, damit man wirklich kommunizieren kann. Damit keiner verletzt werden kann. Damit es keiner persönlich nehmen kann. Dass da kein Ego im Spiel ist, dass es sozusagen persönlich nehmen könnte. Und sich dann beleidigt fühlt. Sondern stattdessen Offenheit und Raum. Eine Offenheit, ein Raum, der verstehen kann, in dem gehört werden kann. Und in diesem Zusammenhang denke ich, hört euch die Lehren an. Und das kann ich euch sagen. Ist das etwas, das ihr start having? I think it's for many people already beginning to happen, but if you really start listening to the teachings. Ich denke, für viele ist das bereits eine Erfahrung, die sie gemacht haben. Aber wenn ihr wirklich anfangt, die Lehren zu hören, und zwar ganz regelmäßig, and really start listening to tapes, und wirklich anfangt, Kassetten zu hören, you will be quite amazed. Denke ich, werdet ihr ziemlich überrascht sein, how much it will help you. Wie sehr euch das helfen change wird. Your life. Es könnte euer Leben verändern. Particularly sometimes you see, ganz besonders, when you're having problem with relationships. Wenn ihr Beziehungsprobleme habt. Sometimes you see, when we problem relationships. Wenn wir Beziehungsprobleme haben manchmal, you know, like, sometimes we have so much fear. Dann ist da so viel Angst oft drin.
You have so much fear of losing. Wir haben so viel Angst zu verlieren. And you have so much need. Und so viel Bedürfnis. And you have, because of the need, und you're wegen, also der, afraid wegen des Bedürfnisses, wegen der, of losing. Hat man Angst zu verlieren. So you grasp, also klammert you're grasping man. In the fear. Und es ist dieses Klammern and aus der Angst. You very awkward. Und das macht einen völlig verdreht and you do everything, und ungeschickt. You do exactly the everything. Und man macht genau alles, to drive the person away. Um den anderen von sich wegzubringen. Man ist unglaublich in geschickt darin, den anderen sozusagen von sich wegzutreiben. So that's why, in a sense, because in that particular state of mind. Weil man in diesem speziellen and Geisteszustand ist. Spark in the other person too, fear too. Und dann wird diese Angst auch im anderen sichtbar. Yesterday, ich habe gestern zu jemandem gesagt, two couples, both of them are fearing. Zwei Paare, also die haben beide ein bisschen Angst. What you do, very simple, I said. Ich habe gesagt, was macht ihr? Ganz einfach. Denn eine doppelte Verneinung ist both eine Bejahung, also Minus und Minus ist Plus. You remove the fear and you remove the fear, also then it's fine. Du beseitigst die Angst und du beseitigst die Angst auch und dann ist es in Ordnung. Take your head and bang them together. Und dann habe ich ihre Köpfe genommen, sie zusammengeknallt. But rather, you see, you remove your fear. But that thing, of course, is not as simple as that. So einfach ist es natürlich doch nun wieder nicht. It is as simple as that. Obwohl es eigentlich doch so einfach but ist. But it's also the same time not simple as that. Aber gleichzeitig ist es doch nicht so einfach. And actually, when you actually arrive, it is when you not arrive there, it's not simple as that. Und wenn man aber nicht dort ist, dann ist es nicht so einfach. When you arrive there. Aber wenn man an diesem Punkt ankommt, it is simple as that. Dann ist es wirklich so einfach. Das ist schon alles. And so. Und in such case, you need that kind of that support. Muss man in solchen Fällen eine entsprechende because Unterstützung also, haben. What we need in, you see, this one of the reasons why. Denn was brauchen wir? The teaching actually, the Dharma, the teaching actually provides. Das ist einer der Gründe, warum Dharma, die Lehren, that really we lack. Uns alles das liefern, was wir nicht haben, was wir vermissen. Really our refuge. Es ist wirklich eine Zuflucht. It's our protection. Es ist wirklich ein Schutz. It very much that in a sense it really all the things that we lack. Alles was uns fehlt. It gives you. Das erhalten wir da. Therefore it's a treasure. Darum ist es ein Schatz. The infinite treasure. Darum nennt man es einen unendlichen it's a Schatz. Wish-fulfilling jewel. Ein wunscherfüllendes Juwel. Really. And this teaching is that why see it's like when it really all the things that we lack. Wenn alles das was es uns mangelt. That confidence. Das Selbstvertrauen. Because you see like for example like sometimes you see, like, you know, sometimes what is that sometimes something has triggered in your childhood. Manchmal ist irgendwas in der Kindheit, was etwas auslöst. Something in your childhood or somewhere in irgendwo your experience. In deiner Kindheit oder im Verlauf deiner Entwicklung. Felt you been abandoned. Ist etwas passiert und du hast dich verlassen gefühlt. Or that you were not loved. Du hast das Gefühl entwickelt, dass du nicht geliebt wirst. These kinds of things. Make you fear. Und das macht dich fürchten. Das hat, you know what I mean? Ist die Ursache deiner Angst. And that nothing is reliable. Und dann findest du nichts mehr verlässlich. Everybody leaves you. Alle verlassen dich. Nobody loves you. Niemand liebt dich. And sometimes when you start really thinking that you, something is wrong with you. Und dann fängst du an zu glauben, etwas stimmt nicht mit dir. And that you know in the sense that you know you're like that. Und dass du wirklich glaubst, ich bin halt so. Jeden Mann, den ich treffe, jede Frau, die ich treffe. Jeder wird dich so finden, niemand wird was an dir finden, niemand will was mit dir zu tun haben. Und wegen dieser Neurose, weil man so denkt, fängt man an, daran so fest zu glauben, dass diese Angst dein ganzes Leben zu dominieren beginnt. Und du kannst nichts mehr genießen, nichts mehr schätzen, kein Vertrauen mehr finden. Überall ist Misstrauen. Alles, was dir passiert, verstärkt das noch. Selbst wenn es wunderbare Sachen sind. Statt es that it enhances your losing. Statt es zu genießen, you know, hast du schon wieder Angst, es zu verlieren. Statt also zu entspannen und es zu genießen, you know, zwingt dich deine Angst, es festzuklammern. And therefore we need to find something, und darum müssen wir etwas finden, reliable, das verlässlich ist. That something that is always there. Etwas, was immer da ist. Something that is beyond passion. Etwas, was über die Leidenschaft hinausgeht. Even though it has passion. Obwohl passion in the sense of you see that it has energy. Obwohl es Leidenschaft schon auch hat in den Lehren, also sie sind sehr energetisch. Also free of passion,
Sie sind zwar frei von Leidenschaft in gewisser Hinsicht, das heißt, es schafft kein Leiden, es ist komplikationsfrei. Passion is also complication. Denn eine gewisse Form von Leidenschaft ist auch macht Komplikationen, schafft Leiden. This is something we all go through. Das ist etwas, was wir alle durchmachen. In some of us it's more intense. In manchen von uns ist es stärker. But with others it may be less intense, but und nevertheless there. Bei anderen ist es vielleicht nicht ganz so stark oder im Augenblick nicht so stark, aber vorhanden ist es bei allen. Find refuge, darum, wenn man Zuflucht findet, refuge, wenn man von Zuflucht spricht, level, dann auf der tiefsten Ebene, when you find something, ist es, wenn du etwas findest, unchanging, etwas, was unveränderlich ist. You understand? That's what in the teaching you find that unchanging love. In den Lehren findest du diese unveränderbare Liebe, dieses unveränderbare Mitgefühl, dies Grenzenlose. Not really, how do you say? It's not, for example, that kind of love is not really, you know. Sometimes that kind of love is nothing to do with how you are. Diese Liebe hat nichts damit zu tun, wer du bist und wie du bist. The sky doesn't care how you are. Dem Himmel ist es völlig egal, wer du bist. Terrible, wenn du grässlich bist, the sky is still shining. Scheint der Himmel doch auch für dich. Sometimes what happens is that sometimes we also feel, denn wir haben oft das Gefühl, if I'm bad, ich bin schlecht, then maybe I will not be loved. Und darum liebt mich keiner. If I'm this, you see, wenn ich so bin, wenn ich so bin. In this kind of, for example, in the teachings, in dieser Liebe, wie sie in den Lehren ist, the love of the Buddha, man könnte sagen, die Lehren sind die Liebe der Buddhas, and the compassion of master, oder die Liebe und das Mitgefühl der Meister. Regardless who you are, da ist es völlig gleichgültig, wer du bist. How terrible you are, how völlig gleichgültig, wie schrecklich oder wie gut du bist. Same. Es ist völlig dasselbe. It's the same. Es ist dasselbe. We'll never, 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 ever abandon. Niemals, niemals wird ich das je verlassen. Something you really have to remember. Das muss man wirklich erkennen. And so much does it, that you feel so much achieving, you inspire so much, that afterwards it becomes almost in you. Und das wird so inspirieren, dass es wirklich ein Teil von dir wird. So it's always in you. Das heißt, du hast es immer in dir. It's like sometimes you see, I mean, sometimes if you do have, but actually, frankly speaking, ehrlich gesagt, offen gesagt, auf einer ordinary level, gewöhnlichen Ebene, quite difficult, ist es schon ziemlich schwer, ordinary level, I find a love, eine Liebe zu finden, that is so ever present, die so immer präsent ist. Sehr schwierig auf der normalen Ebene. But that what I find quite extraordinary. Aber was ich sehr this außergewöhnlich is finde, the spiritual teachings, that love, ist diese Liebe der spirituellen Lehre. Sometimes in certain mystical traditions called the divine love. In mystischen Traditionen auch oft die Liebe Gottes oder die göttliche Liebe genannt. That when you communicate, when you're in touch with the compassion of all the Buddhas. Das heißt, wenn man in Kontakt ist mit dem Mitgefühl aller Buddhas, and the compassion of all the Buddhas, mit der Liebe und dem Mitgefühl aller Buddhas, sometimes it's embodied in the teachings. Dann ist das in den Lehren verkörpert. Communicate that love. Die Lehren sprechen von dieser Liebe. And sie sind diese also Liebe. Sometimes personalized. Und sie werden sogar im Lehrer personalisiert. In a human way, ein Lehrer ist im Menschlichen. Like almost like saying, reassuring. Ist sozusagen, er versichert dich immer just an abstract idea. Er macht klar, dass das nicht abstrakte just Ideen sind. Philosophy of love. Er zeigt dir, dass es nicht eine Philosophie der Liebe ist, reality, which you can, sondern eine Realität, eine Lebendigkeit, die man schmecken kann. You know what I'm saying? It's very much. And when you experience it more and more, und wenn man das mehr und tiefer erfährt, practice, dann hat man ja auch noch die ganze Praxis, wie man sich damit verbinden which kann. Is very much like in your case, very good for you to do. Das zum Beispiel in deinem if Fall wäre das wunderbar zu tun. Dann ruft man vor sich im Raum alle Buddhas an, and masters, and alle Meister love, und ihre Liebe, their compassion, ihr Mitgefühl. You see, like the sky. Wie der Himmel, wie die Grenzenlosigkeit des Himmels, wie die Sonne. Und deinen Geist vereinst du damit. Und du erhältst damit all diese Liebe. Und mit dieser Liebe geht all dein Schmerz, dein Leid, deine Angst löst sich auf. Almost what happens afterwards,
that the sun comes inside you almost. Und schließlich, am Ende ist es so, dass die Sonne now sozusagen in dich Eingang no gefunden hat. Outside. Jetzt ist die Sonne gar nicht mehr draußen. No, sky outside jetzt ist der Himmel nicht mehr außerhalb von dir. The sky is now inside you. Sondern der Himmel ist jetzt in dir. And sun is inside und in dir scheint so die Sonne. Therefore it's not dependent on the weather. Also bist du nicht mal mehr vom Wetter abhängig. Especially if you're living in Britain. Besonders wenn man in England lebt. In Holland, oder in Holland. Germany will do ich glaube, Deutschland ist in dem Fall auch als Beispiel geeignet. So you have, like I remember, ich erinnere mich, the public teachings, dass Dujum Rinpoche mal in einem öffentlichen in Vortrag Salsiem or something at the least, I remember, never forget. In Paris, in Salsiem heißt hieß der Ort, glaube ich, gesagt hat. Always have a little sky inside you. Er sagt, man muss immer ein Stückchen Himmel in sich haben. So you have the sky inside you and the sun inside you. You just so dass man den Himmel und die Sonne in sich hat und von Zeit zu Zeit einfach nachguckt. You understand? Very much. And so I think it's you see. When you find it inside you, wenn man das in sich and gefunden this is hat, also remind, well you receive it once, man okay? erhält es einmal, and you feel it, okay, you for a moment, man spürt es für einen Augenblick, also you forget. Aber man vergisst natürlich auch wieder. Clouds come back, die Wolken kommen wieder forget, und man vergisst say, wieder is it really possible? Und fragt sich wieder, ist es denn really eigentlich true? Wirklich möglich? Habe ich das? War das nicht vielleicht nur für einen Augenblick? Ist es wirklich real? Hat er das vielleicht nur gemacht, damit es mir besser geht? Hat er es vielleicht nur gespielt? Is it really true? Ist es wirklich wahr? Then you listen to the teaching. Und dann hört ihr euch die Belehrungen wieder an. And you get it again. Und dann kriegt ihr es wieder. Then next time you get it again. Und nächsten Tag, nächstes Mal kriegst du es wieder. You get it again. Und wieder. You get it again. Und du kriegst es wieder. And again. Und noch einmal. And again. Und wieder. And again. The sun is always shining. Die Sonne scheint so immer. Keep doing that again and again. Also macht man es wieder und wieder und wieder und wieder. Many experiences. Durch viele solche Erfahrungen. Slowly you begin to realize, you und begin to trust. Allmählich beginnt der andere because zu vertrauen. Also in your experience, denn auch in den Erfahrungen. Because you've been kind of abandoned. Seid ihr oft verlassen maybe, worden. But because also a particular pattern you have. Aber vielleicht, weil ihr bestimmte Muster laufen habt, macht ihr es. Es macht, kommt deswegen, weil ihr dieses Muster habt. Ihr zwingt die anderen, euch zu verlassen. Und hinterher sagt ihr dann fast, reibt euch die Hände und sagt, siehst du, ich hab's doch gesagt. Du wirst mich auch verlassen. Und wegen diesem Muster wiederholt es sich und deswegen muss man das Gegenteil auch üben, dieses Nicht-Verlassen. And when you say again and again and again that, und wenn man wieder und wieder und wieder so stabil bleibt, dann beginnt Vertrauen und Entspanntheit zu entstehen und weniger Angst. Because you see, you're not going to lose the sky. Denn du wirst den Himmel nie verlieren können. You're not going to lose the sun. Der Himmel, die Sonne wirst du nie verlieren. Du wirst nie die Erde verlieren. When you begin to have that confidence, und wenn du ein solches Vertrauen entwickelst und dich darin entspannst, then you can actually love. Dann kannst du tatsächlich lieben. Others, oder auch in deinen Beziehungen zu anderen fear, wird weniger Angst vorherrschen, mehr Vertrauen. Und du kannst lieben ohne Panik, grasping, ohne zu viel Klammern des Greifen. Denn sonst willst du alles, du wirfst that alles hinein. Object of love is everything. Das Objekt deiner Liebe ist alles für dich. You know what I mean? That's one of the reasons that really when you have the teachings. Darum, wenn du die Lehren hast. The teachings really, it's incredible. Es ist unglaublich. It's incredible. Es ist unglaublich. When you really realize, that's why when you talk about Guru Yoga. Darum, wenn wir über Guru Yoga sprechen. Guru Yoga is actually, frankly speaking, Guru Yoga ist offen gesagt, is being love with Buddha, einfach in die Buddhas verliebt in love sein. With Buddhas. One with Buddhas. Eins mit den Buddhas zu sein. It's like you unite Vereinigung mit der Buddhas zu sein. And your heart. Sein Herz und sein Geist mit dem Weisheitsgeist und dem Mitgefühl der Buddhas vereinen. Wenn du deinen Geist so vereinst, dann ist es so, wie Nyoshin Kenren Rinpoche immer sagt. Was passiert, wenn du deinen Finger ins Wasser steckst? Er wird nass. Wenn du ihn ins Feuer hältst, dann verbrennt er sich. Und auf gleiche Art, wenn du deinen Geist in den Weisheitsgeist der Buddhas legst, dann wird er auch ein bisschen von der Qualität nehmen. Und wenn dein Geist so gesegnet ist,
dann wächst Vertrauen in dir. Und das ist unglaublich. Wenn du deinen Geist mit dem Weisheitsgeist der Buddhas vereinst, dann verändert es völlig deine gesamten Emotionen. Really, you just go beyond emotions. Du gehst über die Emotionen hinaus. Beyond the suffering emotion. Du gehst hinter das Leid der Emotionen. That real emotion. And because you see, we all want to feel, isn't it? Und du kommst zu den richtigen, echten emotion Emotionen. Itself is nothing bad. Denn mit Emotionen selbst ist nichts schlecht. Wir wollen alle fühlen. Aber die im Widerstreit liegen, denn die schmerzhaften Emotionen sind das Problem. Especially as human beings. Weil als Menschen really müssen wir Emotionen haben. Wir müssen spüren. Infinite, und wenn wir diese Liebe, diese see, grenzenlose that, Liebe spüren, that love and that you see in really that unchanging, die so unveränderlich ist, that, das müssen wir erhalten und spüren really und fühlen. Have the confidence. Und dann entwickeln wir Vertrauen. And that you need to experience again and again. Und diese Erfahrung müssen wir immer und immer wieder machen. Like for example myself too. Auch ich selber. Even whether the teacher is next to me or not. Ob meine Lehrer in meiner Nähe sind oder nicht. And in the teachings, the teacher is there. In den Lehren ist der Lehrer immer really, da. Because in the spiritual relationship, denn in einer spirituellen Beziehung, not a, sometimes people think, you know, you need to really be able to hang out with your teacher. Manchmal denken die Leute, das würde bedeuten, man muss mit dem Lehrer rumhängen, Zeit mit ihm teacher, verbringen, talk about everything. Müsste über alles mit ihm reden. In some ways that is what sometimes what we think how it should be. Das wünschen wir uns, so glauben wir, sollte es sein. In fact what it is that you should be able to communicate. In Wirklichkeit muss man nur kommunizieren können. And where is that communication happening? Und wo geschieht diese Kommunikation? In the teaching. In den Lehren. The communication, it's like almost like the when you hear the teachings. Es ist fast so, dass wenn man die Lehren hört, it's like when you listen to the teaching. Wenn man sie sich anhört, die Lehren, it's like almost you are speaking to the teacher. Dann ist es fast, als würdest du zum Lehrer sprechen. When you hear the teachings, it's like as you would said it also, isn't it? Habt ihr nicht in den Lehren schon mal das Gefühl gehabt, like so hätte ich es auch gesagt? You would wish to say this way. Ich wollte, ich hätte das auch so ausdrücken können. What you want to say, this is exactly how you would want to really say. Es ist genau drin, wie du es auch am liebsten sagen würdest. But you're really happy being said that, but that's what how you wanted to say it. Du bist glücklich, dass es schon so perfekt ausgedrückt ist, weil so hättest du es auch gerne gesagt. And also you realize that you also understood, you heard. Du erkennst ebenfalls, dass du verstanden, gehört wirst. That you're speaking also. Nicht nur du sprichst. It's like the incredible thing is in the teachings is that the communication happening both ways. Den Lehren ist es so, dass die Kommunikation zweiseitig ist, gegenseitig ist. And you're being heard. Das heißt, du sprichst und wirst gleichzeitig gehört. Also, und in dem Prozess, one thing good to do is to write down wäre es gut, inspiration, die Inspiration aufzuschreiben, die man deep hat. Inside, things that come, wenn tiefe Einsichten kommen. When you listen to teaching, the things that very profound things come in you too. Wenn tiefe Dinge kommen, you write them down, dann schreibt sie auf. And the book of insight. Habt ein Buch der Einsicht. Habt ein Buch der Kommunikation. Es ist wunderbar, mit einem Lehrer ein Buch der Einsichten zu haben. Und das könnt ihr dem Lehrer darbringen. Und haltet natürlich für euch auch noch eine Abschrift. Und das ist die Form der Kommunikation. Dinge, die ihr gerne sagen würdet. Und das brauchen wir wirklich. Und im Westen ist es nochmal besonders wichtig. Going to make a Rigpa-Therapy. Ich habe doch in der Vergangenheit gesagt, ich möchte gerne eine Rigpa-Therapie entwickeln. Well, this is it. Gut, das ist sie. Without so much as saying it is therapy. Ohne dass man sagen it müsste, es sei Therapie. Going very deeply. Das wird sehr tief gehen. It's a spiritual therapy. Because you see, I have some understanding of therapy. Denn ich habe schon auch ein Verständnis dessen, even was Therapie ist. Not that I have not studied about it. You see, I'm not qualified for psychoanalysis or. Obwohl ich nicht studiert habe und kein qualifizierter Psychoanalytiker oder Psychotherapeut bin, habe ich doch ein gutes Verständnis des menschlichen Geistes. Und das habe ich durch die Lehren erhalten. Und schon ein bisschen Einsicht. Aber die Einsichten sind nicht meine persönlichen Einsichten, sondern die Dharma-Einsichten. Und grundsätzlich, wo wir sind, sind wir alle dieselben. Wir sind alle Menschen. Ob ihr vor 2500 Jahren gelebt hättet oder jetzt, ihr seid alle Menschen. Was Buddha vor 2500 Jahren gesagt hat, ist jetzt immer noch relevant. Aber weil ich im Westen gelebt habe, über 20 Jahre nun, und viele Dinge miterlebt habe, das hat mir geholfen zu übersetzen. Die Lehre, die ja schon da sind. Das, was der Buddha ja schon längst gesagt hat. Aber ich kann es ein bisschen übersetzen.
the situation now. Kann es in Beziehung setzen. In that way, for example, probably you're realizing why is, in a sense, even I'm going through a process. Und vielleicht merkt ihr es ja selber auch. Ich selber is a process. Gehe durch einen Prozess. And my life is an experiment. Lehren sind ein Prozess. Mein ganzes Leben ist ein Experiment, ein Dharma-Experiment. In a sense, really, I sometimes feel that, you see, whatever I experience is for a purpose. Ich habe manchmal das Gefühl, was immer ich selber erfahre, hat that's einen Sinn. Many situations, difficult or wonderful situations that I've encountered. Darum viele Situationen, schlechte und leichte, for a meaning, for a purpose, hatten alle einen Sinn. Is for me to learn, damit ich lernen konnte. And that experience, that learning, und dass ich die Erfahrung aus dem Lernen weitergeben kann, damit wir unsere Zeit nicht verschwenden. Wir verschwenden so viel Zeit, damit ihr nicht Zeit verschwenden müsst, damit wir auf die wichtigsten Punkte gleich kommen können, denn unser Leben ist kurz. Und so, that's why very important is to communicate. Und darum ist es so wichtig zu kommunizieren. In a book to communicate. Das heißt, ein Buch zu haben, in dem ihr das einschreibt. Yes, in the teacher-student relationship. Und auch in einer Lehrer-Schüler-Beziehung. Ist es schon nötig zu klären. That opportunity we have. Diese Möglichkeit haben wir aber. Sometimes it's clarified. It's so much clarified. Manchmal ist es so sehr geklärt, that there's no question. Dass es überhaupt keine Frage mehr entsteht. Because all the things that you did not even think of asking me, I answer already before. Denn selbst die Dinge, an die ihr nicht mal denkt, mich zu fragen, die beantworte ich euch schon. So therefore things are clarified so much already. Also sind die Dinge eigentlich schon so klar, sometimes there's no question. Dass es oft gar keine Frage gibt. They have nothing to say. Das heißt, wenn Menschen mich dann treffen, haben sie gar nichts because zu fragen, it's all said it, weil alles schon gesagt only ist. Thing is just to me. Es geht dann nur noch um die Begegnung. Also, that's happening here, aber das geschieht ja auch jetzt und hier. I teach, denn die Art, wie ich lehre, which is in a sense respond to the need now, ist ja eine really Antwort auf die Bedürfnisse. Intimately. Das heißt, ich lehre immer sehr so intim. Just like we're just together. Wir sind zusammen, wir begegnen together uns. We're communicating love. Wir kommunizieren Liebe. Together. Wir sind wirklich zusammen. And so I'm being a friend to you. Ich bin euch ein Freund. This is called Geshe, Geshe-ni. Das ist from a Mahayana point of view. Geshe, das Wort aus dem Mahayana hergenommen. Kalyamitra in Sanskrit. Auf Sanskrit Kalyamitra, ein spiritueller Freund. In dem, auf der Ebene ist der Lehrer ein spiritueller Freund. And in then the refuge in the Vajrayana. Und im Vajrayana dann? Then he becomes slightly different. Wird der Lehrer verändert er sich ein bisschen? Responsible for everything. Da ist er dann für alles verantwortlich. There are so many levels of this. Da gibt es viele Ebenen. Do you understand? And so that's one of the reasons why this way of really, if you write, and this is also something I wanted to really say. Würdet ihr das tun, diese Einsichten because aufschreiben many of you für euch? On the spiritual path, ich möchte das sagen, weil viele von euch know these things, auf einem spirituellen Pfad and sind. Know to do these things. Und wenn ihr das wisst, like wie das for geht. Example, let me say, zum Beispiel. If you feel something heavy, you drank a lot of water. Wenn ihr euch schwer fühlt und weil ihr zu viel Wasser getrunken habt und ihr fühlt euch hier schwer. Something that you know, you feel like something doing something. Ihr habt das Gefühl, jetzt wäre bald was nötig. Really good to go to a toilet. Dann ist es sehr geschickt, auf die Toilette zu gehen, sich draufzusetzen und es rauszulassen und man fühlt sich viel besser. So somebody ähnlich. Did not know. Jemand, der das nicht weiß. Never had the experience of being. Niemals die Erfahrung hatte, was es heißt zu pinkeln. Saying what's wrong with me? Und er fragt sich, was ist stimmt schon mit mir nicht? Das ist so ein Druck und schick ihn it's auf die Toilette. Like that, in a sense, is what I'm saying is when I show you, saying do this, do that. If you do that, it can actually process. Und ähnlich ist es, wenn ich sage, mach dies, tut jenes. Das kann ein ähnliches Ergebnis haben. Es kann wirklich einen Prozess geben. Es macht euer Leben leichter. And so that in a sense, do you know what I'm saying? And then also a very important element is this. Und ein ganz wichtiges Element. To say to you, das wollte ich noch sagen. This is particularly for all those who've been, you know. I mean, this is for everyone. Es ist eigentlich für alle. Particularly for some of the older students. Aber besonders für die älteren Schüler. Or people who are, you know, people who know about like the Samaya with the master. Das heißt, Menschen, die über Samaya mit dem Meister Bescheid wissen, die darüber gehört haben. Or sometimes you say, oh, maybe I've broken my commitment. Und die dann vielleicht Besorgnis haben, vielleicht habe ich meine Verpflichtung, meine Samaya gebrochen. Go into the Vajra hell. Or, und dann muss ich jetzt in die Vajra-Höllen gehen. I think it's what is important for me to say that to you. Ich denke, es ist ganz wichtig, euch mal zu sagen. Is sometimes really from a Dzogchen point of view. Manchmal von einem Dzogchen-Gesichtspunkt. Even if the
student does not keep the samaya with the teacher. Es ist so, dass selbst wenn der Schüler seine Samaya mit dem Lehrer nicht aufrechterhält, the teacher keeps the samaya with the student. Hält der Lehrer doch immer seine Samaya mit dem Schüler. Because sometimes when you don't keep commitment, denn wenn man eine Verpflichtung like, nicht einhält, I know, because you're a little bit, how do you say, because of ignorance, und ich weiß wegen eurer, weil ihr es einfach nicht weiß, because wisst, of misunderstanding. Weil es Missverständnisse it's gibt. Not that you're bad, ist gar nicht, dass ihr es schlecht meint oder bit, böse meint. You know, you're just a bit, how do you say, stupid. Aber ihr seid einfach ein bisschen, frankly, wie soll man sagen, blöd, ehrlich and gesagt. That's why you do. Frankly speak, really. Ehrlich und noch bad, offen gesagt. Es ist nicht, dass ihr schlecht werdet, aber ihr seid ein bisschen blöd. Frankly speak, really. Ganz true. Ehrlich gesagt, das and ist so. Mistakes, und dann macht ihr laufend you know, Fehler. You do the wrong thing, ihr macht immer die falschen Sachen. Und dann geht es euch noch schlecht und ihr fühlt euch schuldig. So just that, really. And so just have compassion for that. Also, da muss man doch Mitgefühl not mit haben. And not to think, oh, he's a bad person, he's purposely breaking the samaya. Ich würde nie denken, purposely. Das ist ein schlechter Mensch, das macht er absichtlich. Because it's really the real samaya can be broken when you really start negatively. Und samaya really lässt sich eigentlich nur negative. Brechen, wenn man wirklich really, you know, sehr, sehr, sehr really negativ wird. Then dann wird es schwierig. So therefore you see, it's very much, this is something I was talking with Nyoshin Kenrenpoche. Und das habe ich mit Nyoshin Kenrenpoche angesprochen. This is something from the Dzogchen view. Das kommt aus der Dzogchen-Sicht. Is that you see the teacher never breaks the samaya. Ist, dass der Lehrer den Schüler niemals aufhält. It's like that. Like for example, let's say a child. Nehmen wir an, wie ein Kind. In a family, for example. In einer Familie. Family, sometimes the children can say all kinds of things. Da sagen Kinder oft alles Mögliche. But sometimes you have a very wise and extraordinarily loving father or mother. Aber wenn man eine sehr, wenn man sehr weise und verständnisvolle Vater oder Mutter hat, the child can go through all kinds of things, kann das Kind alles Mögliche sich erlauben und machen. Aber Vater oder Mutter sind immer da. You understand? It's like only you have to open up. Das heißt, du musst dich eigentlich nur öffnen und dann ist schon alles vorhanden. See, for example, the moon. Zum Beispiel der Mond. See, this is the example. Das ist ein Beispiel moon dafür. Is compared to like a teacher. Der Mond wäre in dem we Vergleich like der Lehrer. Muddied water. Und wir sind wie verschmutztes Wasser. Water which is a little bit ruffled. Wir sind wie aufgewühltes Wasser. Water is a little bit ruffled, wenn das Wasser Wellen hat und aufgewühlt ist, the moon is not reflected. Dann kann der Mond sich nicht richtig spiegeln. It's nothing to do with the moon. Es hat mit dem Mond nicht das Geringste zu tun. Das Wasser macht when es. The water of a mind a little bit ruffled, wenn das Wasser unseres Geistes ein bisschen aufgewühlt the moon ist, of the blessing, which is not reflected, dann kann der Mond des Segens sich in uns nicht but spiegeln. Then it's like you see, the moon has never abandoned you. Aber der Mond hat dich nie aufgegeben. It's only your water is. Sondern dein Wasser ist nur ein bisschen aufgewühlt. Now, when the water clears away, wenn das Wasser jetzt still wird, the moon is always there. Ist der Mond andauernd da. It's always there. That's ist immer really da, um sich zu spiegeln. The love of the master is und so ist es, die Liebe des Meisters ist immer da. Never, ever give up. Niemals gibt er auf. That's one way really, particularly in this day, so important. Besonders heutzutage ist das so wichtig. This is also not only the teacher does that. Und nicht nur der Lehrer macht das. For example, in my case, I do that not only for your sake, ich mache das nicht. Ich mache das in meinem Fall nicht nur für zu eurem Wohl, because sondern zum Wohl der Lehren. Not to be impaired. Damit die Übertragungslinie because nicht degeneriert. Broken, denn wenn die Samaya gebrochen wird, dann würde das die ganze Übertragungslinie berühren. So in order for that, you see, the teacher has to be very big. Darum muss der Lehrer sehr groß sein. Always forgiving. Er muss immer und alles vergeben. You're already forgiven, even before you ask forgiveness. Es ist euch bereits vergeben, bevor ihr überhaupt nur um Vergebung bittet. Because forgiveness is in you. Denn die Vergebung ist in dir selbst. Samaya is in you. Samaya ist in dir selbst. Not with the teacher. Das hat mit dem Lehrer nichts zu tun. Es liegt it's nicht im Lehrer. Water that is the problem. Es ist das Wasser, das it's aufgewühlte, was das Problem ist. Der Mond me, hat damit nichts zu tun. It's always the same. Unchanging. Von meiner Seite ist es immer dasselbe, unverändert. Now, this is something very important to remember. Und das ist sehr wichtig, dass you ihr daran right, denkt. Wisst ihr warum? Sometimes you see with the teacher, okay, it's very important. In a sense, okay, like for example myself. Zum Beispiel ich selber. I'm human. Ich bin ein Mensch. Okay. I'm human. Ich bin ein Mensch. I have human feeling. Ich habe menschliche Gefühle. But also because of the teaching. Aber wegen der Lehre. Because of my training. Wegen meines Trainings. I have also an aspect of myself. Gibt es einen Aspekt in mir? When I, as in my role as a teacher. Der
aktiv ist, wenn ich in meiner Rolle als Lehrer bin. I've gone a little bit beyond, kind of, how you say. I have still human feelings. Dann habe ich immer noch menschliche Gefühle. But it's no longer affected so much. Aber sie haben nicht mehr sehr viel Wirkung. By the human failings. Durch menschliche Fehler. Do you understand? That means that it's always, how you say. It's like almost on that level. Auf der Ebene. I can never. It's like almost. I can never, even if somebody harms me. On that level. Könnte ich nicht mal, selbst wenn mich jemand verletzt. Even if somebody harmed me, selbst wenn mich jemand verletzt. I can never hold that against anybody. Könnte ich das niemandem auch nur übel nehmen. Something, that's terrible thing, I can never hold against that. Selbst das Schrecklichste, was mir jemand antun würde, könnte ich ihm nicht übel nehmen. Ich habe zwei Qualitäten. Eine ist Hingabe und die andere ist vielleicht die. Was immer mir jemand antut, negativ über mich spricht, was immer, ich nehme es ihm niemals übel. Das ist wie Schreiben auf Wasser. Im Augenblick des Schreibens ist es auch schon wieder weg. Now, why I say about myself? Warum sage ich das über mich selbst? I'm showing to you, ich zeige euch, that how I'm not a really a good Lama. Ich bin eigentlich nicht ein guter Lama. I'm not the best of the Lamas. Ich bin wirklich nicht der Beste aller Lamas. Not a such good Lama like me, I can do it. Aber wenn selbst ein nicht mal so guter Lama wie ich es hinkriegt, Lamas, yeah, even better. Dann könnt ihr euch vorstellen, was die besten Lamas können. So therefore, you see, in the really in the Lama. Im Lama selber, im Meister selber. It's never, you understand it? It's never changing. Da ist es immer ein unverändert. Ist das verstanden? Habt ihr das verstanden? Because sometimes when you don't understand that, denn it creates problems. Wenn man das nicht versteht, gibt es manchmal Probleme. Because when you can realize one thing, wenn ihr eines erkennen könnt, this is very important in the teacher-student relationship. Das ist sehr wichtig in der Lehrer-Schüler-Beziehung. Really realize, wenn ihr wirklich erkennt, that it is, how do you say, that the love of the master, dass die Liebe des Meisters unveränderbar ist. Unveränderbar. It's unconditional. Sie ist bedingungslos. But that doesn't mean, aber das heißt wieder nicht, I can do anything I like. Dass ich tun kann, was ich will. On that level, there's one thing called karma. Auf der Ebene gibt es etwas, was like man Karma nennt. Even if the moon is unchanging, denn selbst wenn der Mond unverändert ist, that doesn't help, das hilft noch nicht, if the water is not clear. Wenn das Wasser nicht klar ist. So the important thing is to clear the water. Denn das Wichtigste immer wieder the ist, dass Wasser zu beruhigen. That's what we need to work on. Darum müssen wir arbeiten, das aufgewühlte Wasser zu klären. Really work with your own heart connection. Wirklich mit der eigenen Herzensverbindung zu arbeiten. Connection's good, wenn sie gut ist, die Herzensverbindung, there is no problem. Gibt es keinerlei From Problem. The Dzogchen point of view, vom Dzogchen-Gesichtspunkt ist die höchste Samaya diese Herzensverbindung. And that, sometimes reason why I said this is that der Grund, warum ich das sage, dass im Westen because there's not a spiritual culture. Haben wir keine spirituelle Kultur als solches. Because there is not a spiritual environment. Weil wir keine spirituelle Umgebung really kennen. Strong spiritual foundation. Weil keine starke spirituelle Grundlage instead, vorherrscht. We have lot of other history. Stattdessen haben wir alle anderen möglichen Geschichten. History of suffering. Geschichten des Leidens. Psychological, how do you say, history we have. Psychologische Geschichten. And that makes us sometimes become unstable. Und das führt dazu, dass wir instabil sind. We become unstable, und wir werden unstabil, not because we are unstable, weil wir eigentlich grundlegend unstabil wären, sondern unsere Muster machen uns dazu. Because of we think something. Weil wir bestimmte Dinge denken, pattern or, you know, weil wir bestimmte Gewohnheitsmuster like, entwickelt for haben. Example, when you feel like somebody doesn't love me. Du hast zum Beispiel das Gefühl, jemand you. Liebt mich nicht. That makes your love unstable. Das lässt deine Liebe because instabil werden. The other person love and unstable. Weil du glaubst nicht, dass der andere dich wirklich liebt. So das macht seine Liebe instabil. It is because of this fundamental psychological, how do you say, kind of this pattern of neurosis. Und wegen dieser grundlegenden psychologischen Neurosemuster haben wir diese Probleme. Unstable on the spiritual path. Das führt auch dazu, dass die Menschen auf dem spirituellen Pfad wackelig sind. Und auch in ihren Beziehungen. To the teaching or the teacher. Dem Lehrer und den Lehren gegenüber. Because sometimes we confuse. Denn wir verwechseln oft things and we do not have, you see, we don't understand the spiritual dimension. Wir verstehen die spirituelle Dimension gar nicht. Very, on a neurotic level. Und verstehen alles auf einer neurotischen Ebene. That's one of the reasons very much I'm establishing this point. Darum mache ich diesen Punkt hier so wichtig. Is that clear? Is this helpful? Ist das klar? Ist das hilfreich für euch? Because when you have
When you really realize, denn this is unchanging, wenn ihr wirklich erkennt, dass das unveränderbar ist, like, you know, it's a bit like, you know, let's say you got a million Deutschmark. Dann ist es ein bisschen so, sagen wir mal, ihr habt eine Million Mark zu Hause. And you lose few francs, you know. Und jetzt verliert ihr ein paar Pfennig. A few Deutschmark, somebody steals or something, you know. Jemand klaut euch ein paar Mark. No problem, because you got a million dollars. Kein Problem, ihr habt noch eine Million zu Hause. Maybe that's not such a good example. Vielleicht ist das nicht so ein tolles Beispiel. But rather you see, it's like you see, put this way, even if you see, it's like, even if you lose something, even if you see, you know. Nehmen wir mal so, selbst wenn du dann was verlierst. Even if you see, there's like more truly, even if like you see, there's a disappointment. Selbst wenn es eine Enttäuschung geben sollte. Even if people are not really what you expect them to be. Selbst wenn die Leute nicht das sind, was du erwartet hast. You know, even if you see people don't love you as you expect them. Selbst wenn du siehst, die lieben dich nicht so, wie du erwartet hast. Selbst wenn du sie als unverlässlich erfährst. You know, I think it's instead, even if that's the case. Selbst wenn das also der Fall sein sollte. Selbst wenn sie dich scheinbar täuschen, dich enttäuschen. It's like you see, if you see, you don't worry so much because you know, it's like, you know, it's a bit like, you know, even if outside is terrible, raining. Macht es dir nicht so viel. Das ist so, als würde es draußen grauenhaft, Sturm und Gewitter und Regen und kalt sein. But you got a nice cozy home. Aber du hast so ein gemütliches Zuhause, you can go into, in das du zurückkehren kannst. Near a lovely fire, du kannst ein Feuer im Kamin drink anmachen. Cocoa, und einen schönen Kakao trinken. And chocolate. Schokolade and essen. With a nice blanket around you. Und du wickelst dich in eine warme Decke. With the dog lying here, the und der Hund liegt ja zu deinen Füßen. Anyway, whatever. You said no. You know what I mean? The sense of that. It's something that I really very much. Ihr wisst, was whenever, ich meine. Like, for example, whenever difficulties happen. Wenn immer Schwierigkeiten passieren. Even if you see, it doesn't really bother you too much. Das macht dir dann nicht mehr it so viel. Really think it's the end of the world, du denkst nicht, das ist das Ende der Welt. Can always go back to, weil du hast dieses Zuhause. Du weißt, dass du dort immerhin zurückkehren always kannst. Go back to, immer kannst du dorthin zurückkehren. Always, you know, there's something. Du kennst immer diesen Ort. It's like you see, particularly for people, very much to know. It's like, you know, whenever things going, if there's somebody loving you. Es ist wie bei Menschen, wenn man weiß, dass man geliebt wird. Then you can just relax because that, you know, dann kann man sich in allen Situationen entspannen, weil man hat diese Sicherheit. When you really realize this infinite love, und wenn du diese unendliche Liebe entdeckst und dieses Mitgefühl of the Buddhas, der Buddhas and of the Masters, und der Meister, constantly, dass sie immer da sind, you can relax, dann kannst du entspannen. And you don't really have to, how do you say, you don't have to really have to be disappointed. Und du musst nicht mehr enttäuscht werden. Or lose your heart. Du musst nicht mehr deinen Mut verlieren. Or drive yourself to the point of suicide. Du brauchst nicht mehr bis zum Punkt des Selbstmords gehen. You really have compassion. Stattdessen for the people who also don't know how to love you. Spürst du Mitgefühl für die anderen, die nicht wissen, wie sie dich lieben sollen. It's because this person is going through something. Weil es ist ja nur, weil der andere auch etwas durchmacht. What I'm saying is, when you really have that love of the Buddhas, or when you really have that confidence, then you can actually forgive people. Was ich sage, wenn du diese Liebe und das Mitgefühl der Buddhas für dich spürst, kannst du vergeben. You don't take that personally. Selbst wenn dich jemand schwer enttäuscht, würdest du es nicht mehr persönlich nehmen müssen. You don't think something is wrong with you. Du wirst nicht mehr glauben, an mir stimmt was nicht. Problem is, sometimes when something like that happens, you think something is wrong with you. Das Problem ist nämlich, wenn uns sowas passiert, because glauben wir, es liegt an uns. You are something or you are not lovable. Wir glauben dann, wir sind schlecht. Because you're terrible. Wir sind nicht liebenswert. That's why everybody is. Und darum sind it's alle so mit mir. It's nothing to do with you. Es hat mit dir gar nichts zu tun. Just the other person. Es ist der andere, der etwas durchmachen muss. And also one thing, really, because I'm speaking about this, many times people ask me to talk about relationships. Well, now is that it's it. Die Leute wollen immer, dass ich über Beziehungen spreche, und das ist es jetzt einfach. Okay. Is that sometimes also very important when you're in a relationship with somebody. Wenn man in Beziehungen steckt. Particularly was a very strong relationship. Besonders wenn es eine sehr starke Beziehung like, ist. You know, it's like that person is really so much part of your being. Das heißt, der Mensch, der andere, ist so ein Teil when von the dir person, geworden. Something happened, the person leaves you. Und dann verlässt ein solcher Mensch you dich. You feel like almost like a half. Fühlst du dich wie fast wie halbiert? Do you know what I mean? Half and you feel like you know how you say you no longer can exist or live. Du hast das Gefühl, du hast so nicht mehr weiterleben zu können. And you feel maybe something is wrong with you. Und du glaubst, was stimmt mit dir nicht? Deine ganze Selbstachtung geht flöten. Scenarios. Alle möglichen Spielchen denkst du dir durch. Frankly speaking,
Aber ehrlich gesagt, after a little while, nach ein bisschen Zeit, time you realize, wirst du erkennen, you can live without that person. Dass du auch ohne den anderen Menschen leben quite kannst. Easily. Und zwar ganz gut. I mean, for example, can you breathe without that person? Zum Beispiel, kannst du atmen ohne diesen anderen Menschen? You can. Ja, du wirst can sehen, you du kannst. Without that person? Und essen kannst du auch ohne den anderen Menschen. Und auch auf die Toilette gehen kannst du, ohne den anderen dazu zu brauchen. Das geht. Es ist möglich. Und besonders, wenn du die Ratschläge der Lehren kennst. Es gibt einen ganzen Lehrzyklus, der den Titel trägt, Glück und Leiden in Erleuchtung verwandeln. When you have the teaching like that, that supports you. Wenn du solche Lehren kennst, dann hast du die Unterstützung. Then really, it sometimes is what happened is it's like almost how do you say? It's like how do you say? It's like almost if something has died. Und wenn das passiert, dann ist es so, als wäre was gestorben. You can be born again. Aber du kannst wiedergeboren werden. Not you die. Du stirbst nicht endgültig und damit ist alles vorbei und das Ende des Lebens ist gekommen. But you can very much you can feel that way. Because it's very true. Obwohl es sich so anfühlen mag. So strongly involved, denn wenn du in etwas so stark verwickelt bist like that, und der Mensch sich trennt, you can feel this is the end of the world. Kannst du ohne weiteres glauben, das true. Ist das Ende der Welt. I mean, it is very valid feeling. People feel it. Und das ist ein gültiges Gefühl. Just a feeling, just aber es ist emotion. Bloß ein Gefühl, bloß that's eine Emotion. What the reality is. Nicht die Wirklichkeit. Am I clear? Mach ich mich klar? Because also in this day and age, you know, denn heutzutage ist es ja auch so, in this 80s now, 90s now, isn't it? Jetzt in den 90er Jahren, I forget. Is life is not so easy. Ist das Leben nicht so einfach. Relationships are not easy. Beziehungen sind nicht einfach. Relationships are not easy. Beziehungen sind durchaus nicht einfach. And to live together with someone is not easy. Mit jemandem zusammenzuleben ist nicht einfach. Because life is not easy. Das Leben ist nicht because einfach. People are going through lot of things. Weil die Menschen eine Menge because Zeug durcherleben. You go through things, und wenn man Dinge durchmachen muss and when you're next to the person, und man in der Nähe eines solchen Menschen ist, and there's not the right kind of space, dann kriegt er auch was mit davon und victim. Dann ist nicht genug Raum und man wird das Opfer dieses Prozesses. Wenn man allerdings weiß, wie, you can really help each other. Dann kann man sich dabei ganz besonders really gegenseitig helfen. Support through. Man kann sich gegenseitig unterstützen durch die Situation. Really, say, have the teaching in you, und dann, wenn man die Lehren dafür in sich hat, really much, say, dann ist das sehr, sehr hilfreich. Sometimes in life we're trying to do so many things, you know. Wir versuchen im Leben so viel hinzukriegen. You know, you try to do this, it doesn't work out. Man versucht dies zu machen, dann klappt's nicht. Dann versucht man mit dem und wieder klappt's nicht. You know, sometimes I think sometimes a lot of people, you know, are like desperate to find a way of life. Viele Leute sind so verzweifelt, einen Lebensunterhalt zu finden. Finding what is my way. Und dann ihren Weg zu finden im Leben. Right kind of job. Was ist mein Weg? Was ist mein Beruf? You know what I'm saying? You want to find kind of, you see, the, you know, as you say, you just find what, because sometimes you're frustrated, you know? Und man ist frustriert da in all dem. Right, man findet nicht das nothing Richtige für sich. Out, nichts, you know? Funktioniert letztlich. You start a business, doesn't work out, you do this, doesn't man fängt ein Geschäft an, wird nichts, dann versucht man hier und da. Und viele Leute haben dieses Problem, das ist nicht wirklich. In that respect, in fact, of the teaching I give in July. Und in diesem Zusammenhang ist eine Lehre, die ich im Juli gegeben habe. Which I said the choiceless. Were you there the choiceless? Which was the third, I think. You know the day Yoshi Kempo and Kandu Rai, the 3rd of July. Ich glaube, es war am 3. No, 3rd of August. August, am 3. August. August. That, das Thema that, der Belehrung war keine Wahl there haben. There was a teaching, an aspect of the teaching. Und da gab es dann einen Aspekt in den Lehren, die das vielleicht wirklich beantworten. During that time, denn in der Zeit actually, I had an experience of that. Hatte ich das selber eine solche Erfahrung. Because sometimes you see, it is when you're trying to find it that the way you're going about. Es ist eigentlich liegt alles an der Sache, wie man es anfängt. You see, it's sometimes it's not so much, frankly speaking. Nämlich ehrlich gesagt. It's not so much what you do. Es ist gar nicht so sehr, was du tust. Really es ist eigentlich ziemlich egal, was you du tust. Dishes, du kannst Geschirr waschen. Im chinesischen Restaurant kannst du Tellerwascher sein. Noble thing. Und das wäre das Edelste, was du tun könntest.
sometimes also, let me just tell you, lasst mich euch auch noch sagen, is that there was, I mean, before I said that, bevor ich das gesagt habe, you know, I want to, there was a story of also Naropa. Es gibt eine Geschichte von Naropa. He was this great master ein, in the Mahamudra lineage. Der große Meister der Mahamudra-Linie der Kagyus. You know, like, Telopa was the first human master. Tilopa war in dieser Linie der erste menschliche Naropa. Meister. Und dann war sein Schüler then Naropa. Marpa, und danach kam Marpa und dessen Schüler Milarepa Naropa. Und so weiter. And then you see, like Telopa, Naropa, he was kind of, he was a professor. Und Naropa war bereits Professor. He was a very, I mean, he was more than professor, also, Pandit. Ein Pandit in der Nalanda-Universität, ein hochgeachteter Gelehrter. Aber er hat das Gefühl gehabt, er war stecken geblieben in seiner Entwicklung. Und dann ist er sozusagen, dann ist er in den Untergrund gegangen. Was eigentlich bedeutet, dass man einfach weggeht von wo man herkommt und einfach irgendwo hingeht, wo einen keiner kennt. He went and worked for a prostitute. Und was hat er gemacht? Dieser Gelehrte aus Nalanda ist gegangen und hat für eine Prostituierte gearbeitet. Grounding mustard seed. Und hat Senfsamen gemahlen. A special kind of like a, how do you say, what you call it? I mean, protection or whatever, you know? He ground mustard seed for 6 months. Und er hat das als Zutat eines Verhütungsmittels. Und das hat er 6 Monate, hat er diese Körner gemahlen. And when finally this woman, she discovered. Und als diese who this man is, Prostituierte plötzlich rausfand, wer der eigentlich she ist. Kind of came down and saying, I'm, you know, please forgive me, you know, I've created so much negative karma. Kam sie zu ihm und sagt, entschuldige bitte, dass ich dich, hab mich bedienen lassen, damit habe ich so viel negatives Karma geschaffen. He said, oh, I have to thank you. Und dann sagt er, nein, ich muss dir danken, denn du hast mir eine so großartige Gelegenheit gegeben. Because it's, you know, you understand? So, Dujum Rinpoche used to tell the story. Dujum Rinpoche hat diese Geschichte immer erzählt. So sometimes you see, it really does not matter what you do. Es ist also manchmal völlig egal, was du tust. If you're focused. Wenn du wirklich dran bist. If you have shamatha. Wenn du Shamatha hast. Like you can work in a Swiss factory making watches. Kannst du in der Schweizer Fabrik arbeiten und Uhren herstellen. Which a lot of Tibetans do. Das machen viele Tibeter zum Beispiel. You can do anything. Man kann eigentlich alles machen. Do you know what I'm saying? In this respect, I wanted to say one thing. Und da möchte ich eines zu sagen. There are, for example, those number of you. Einige unter euch. In some ways, you know, helping Rigpa. Die für Rigpa arbeiten, Rigpa helfen. In some capacity. Nach ihren Fähigkeiten. Sometimes doing quite a lot of work. Manche arbeiten sehr viel. Sometimes contributing a little bit in manche different ways. Manche machen kleinere Beiträge. I just wanted to tell you one thing. Ich möchte euch eines sagen. That really, sometimes I notice also there's a very much I sometimes afraid that people don't have the spiritual view of work. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute haben nicht die spirituelle Sicht in ihrer Arbeit. Especially in the spiritual work. Besonders in spiritueller Arbeit fehlt das sehr häufig. Because when you do not have the spiritual view in the spiritual work, then you find only complaints. Wenn man aber keine spirituelle Sicht in der spirituellen Arbeit hat, dann hat man nur Beschwerden. Dann beklagt man sich. And you get, as you say, burned out. Dann brennt man aus. You have a problem of overwhelming. Dann ist es das Problem, dass man sich überwältigt fühlt. Man hat die Schnauze voll. All das passiert dann. Because weil there's no view. Es an Sicht fehlt. In fact, actually. Tatsächlich, if you really work, wenn du wirklich arbeitest, it's even much better, dann ist es viel besser than practice. Als Praxis. Sometimes people say, we're working around me, say that, or manche Leute, don't die have so much to practice. Um mich herum sind, sagen oft, ich habe nicht genug Zeit für Praxis. No problem. Kein Problem. Provided, vorausgesetzt, you have the view. Dass du die Sicht hast. Each time you work, jedes Mal, wenn du nämlich arbeitest, you have the good in the beginning, hast du das Gute am Anfang. The motivation, you see, das heißt, die Motivation, that whatever you do is for the benefit of others. Dass was immer du tust, zum Wohl der anderen geschieht. And then in the middle, in der Mitte dann, whatever difficulties come, you don't grasp. Was immer an Schwierigkeiten sich ergibt, nicht you don't greifen, take too seriously. Nicht zu ernst nehmen. And you don't make it a problem. Und nicht ein Problem draus machen. And at the end you dedicate. Und am Ende widmest du, was immer du tust. Instead of saying, you see, instead of waiting, sometimes you see,
We expect a perfect job. Statt zu sitzen und zu warten, dass der vollkommene Job kommt, der einem wirklich passt. That's difficult. Und das ist schwierig, darauf zu warten, da kann man lange warten. Because you have to fit. Weil du musst passen. Before you get the perfect job. Bevor du den richtigen Job, den perfekten Job kriegst. You have, it's a training for you. Es ist ein Training für dich. And in that respect, it doesn't matter what you do. Und es ist eigentlich egal, was du everything machst. You do joyfully, alles musst du mit Freude with generosity, tun. Mit Großzügigkeit. With discipline, mit Disziplin. With endurance, mit Durchhaltevermögen und Geduld. With enthusiastic mit Enthusiasmus und enthusiastischem Eifer. With mindfulness, mit Achtsamkeit. With wisdom, mit Weisheit. These are known as six parameters. Das nennen wir die sechs Parameter. Wenn man die wirklich umsetzt, then whatever you do, dann egal was du tust, Bodhisattva wird egal was du tust, ist eine Bodhisattva-Aktivität. And once you begin to see, like once you begin to really, how do you say, take anything, do anything, und willingness to take anything. Du kannst dann alles machen. Du bist bereit, alles zu because tun. You have a container. Weil du ein Behältnis hast. You have a container. Du hast einen Behälter. You have the teachings. Du hast die Lehren. Because you're working. For the benefit of beings. Du arbeitest zum Wohl der Wesen. You're not working for your ego. Du arbeitest nicht für dein Ego. You understand? You're working with the benefit of beings. Für das Wohl der Wesen. You do something that's helpful. Du machst etwas, was hilfreich ist. And there, whatever is helpful, und was immer hilfreich ist, you don't work too much about, you know, sometimes also we ask too much question, okay, what I'm doing is it really helpful? Dann fragen wir oft zu viel, ist das wirklich hilfreich, was ich mache? Don't ask too much questions. Frag gar nicht so viel. Einfach tu es einfach. Except don't make too many unnecessary phone calls. Außer, mach nicht zu viele unnötige Telefongespräche. Denn die Leute, die nicht richtig arbeiten, die werden immer teuer. Then of course you can wonder whether you'd be useful or not. You're just having a chat or discussion. No. I think what is important is what I'm saying is that it really doesn't matter. Was ich sage, dass es eigentlich egal ist. Whether you're useful or not useful. Ob du nützlich bist oder nicht nützlich bist. You just do it. Mach es einfach. Don't ask too much frag question. Dich gar nicht so viel. Don't become too pedantic. Werd nicht zu pedantisch. Don't just say, you know, is this the right way? Frag nicht dauernd, ist es mein Weg? It's attitude of overeducated. Das ist eine Haltung von übergebildet. It's like when you hire a how do you say a doctor of philosophy for shoe polish. Das wäre, als würde man einen Philosophie-Doktor anheuern, um die Schuhe zu putzen. Mm-hmm. Probably start asking, is this the right thing for me to do? Der wird sich sicher fragen, ist das Richtige in für India, mich? A lot of MAs and BAs doing shoe polish. Aber in Indien ist das durchaus üblich, dass Leute mit akademischen Abschlüssen what Schuhe really putzen. What I'm trying to say is that actually, when you have the willingness to anything. Was ich sage, wenn du die Bereitschaft hast, alles zu tun. In den Klöstern zum Beispiel. Begin by cleaning. Beginnt man mit Saubermachen. Like Dingo Kenzo Rinpoche. Dingo Kenzo Rinpoche zum he Beispiel. Began just serving tea to my master. Er hat so angefangen, dass er meinem Meister den Tee gebracht hat. Er war sein Diener. Just attending. And then like ihm nur gedient. Moving at every level. Und dann ist er Stufe für Stufe aufgestiegen. In the monastery you start right at the bottom. Im Kloster fängt man ganz unten an. And you go through everything. Und man geht, macht alles mit. But then when you do that, when you're there, aber wenn man dann dort ist, say, oh, I'm at this level, sagt man niemals, oh, jetzt bin ich hier oben. You can even do that thing, what you sondern man kann ohne weiteres wieder zurück und wieder sauber machen. So much kind of saying, oh, this is my work, or this is, you know. Es ist nicht so sehr, dass jemand sagt, das ist jetzt mein Job oder meine Arbeit. Really, that openness to anything, diese Offenheit, alles zu tun, nützlich zu sein, da zu sein. You know what I'm saying? That sense of that you see. If you have that sense, doesn't really matter what you do. Dann ist you es just do. Eigentlich egal, was du tust. Du tust just einfach. Helpful. Du bist einfach hilfreich. The only thing is spiritual. Das Einzige ist, saying, whatever I do may benefit du musst es mit einer spirituellen Sicht tun. May I be more useful. Du musst sagen, möge es den Wesen nutzen. Möge ich there's a wonderful prayer. Noch nützliches. Es gibt ein wunderbares Gebet. Into usefulness. Segne mich zur Nützlichkeit. And then whenever you work, und wann immer du arbeitest, all kinds of things come up. Kommen alle möglichen Dinge hoch, like grasping, greifen, and like this, and then you try to prep the view, und dann versucht man die Sicht anzuwenden. And when you really, from time to time, you should just think, oh, what the hell am I doing? Und von Zeit zu Zeit, wenn du dich fragst, ach, was mache ich hier eigentlich? Instead of saying that, statt das zu sagen, you say, remind yourself, erinnerst du dich, I'm doing this for the benefit of the Dharma. Ich tue das zum Wohle des Dharma. Even though it may seemingly doesn't be so much, obwohl es vielleicht nicht so viel sein mag, we're not so
We don't see so clearly, denn wir sehen oft nicht klar, the consequences of action. Welche Konsequenzen like unserer Handlungen haben. See, like when you do something, wenn man zum Beispiel was macht. There are, you know, like for example, if you make a, like, arrange a teaching. Zum Beispiel eine Belehrung vorbereitet. Like when the Dalai Lama comes, when zum Beispiel angenommen, Dalai Lama kommt und ihr müsst vorbereiten. My God, you realize there's so many people involved. Dann kriegt ihr plötzlich mit, wie viele Leute damit zu tun haben. Dalai Lama once in London. Ich werde das nie vergessen, wie I helped arrange his visit. Dalai Lama nach London kam und ich musste diesen Besuch really vorbereiten mit. To thank all the people who are behind you, see the, you know, work. Und er hat gesagt, er hat wirklich den because Leuten zu danken, die dahinter stehen. So viele Dinge seemingly unimportant. So viele Dinge, manche scheinbar like völlig unbedeutend. Like stamping the envelopes or, you know, writing them, wie den Umschlag stempeln und basic things go toward that. Die Dinge eintüteln und alles das maybe kommt you're damit not zusammen. In the front there, you know? Vielleicht ist man nicht ganz vorne you're dran. The kind of the most important vielleicht one, ist the man nicht der one, Wichtigste oder der Sichtbarste. That you do, aber alles, was du beiträgst zu der Arbeit, you remember that. Ist ein Beitrag dazu. You do for the Dharma, you go toward the benefit of being. Und daran erinnerst always du dich die ganze benefit. Zeit, was du im Rahmen thinking des Dharma tust, ist zum Wohl der Wesen. That kind of attitude thinking, und wenn du diese Haltung, and you don't so, much worry about, so denkst und nicht so viel Sorgen then machst, what happens, something changes. Dann verändert sich auch was. Circumstances will change. Die Umstände verändern sich. Things come to you. Und dann kommen die Dinge because auf dich zu. You purified your karma. Weil du dein Karma gereinigt hast. Then you begin to develop a merit. Und dann beginnst du Verdienst you zu entwickeln. That worthiness. Dieses Gefühl von Wert. Like for example, in the Vajrayana Buddhism. Im Vajrayana Buddhismus zum Beispiel. That particular practice called mandala offering. Nennen wir diese Praxis Mandala-Opfer. You have a little mirror here. Wir haben so einen you kleinen rice Spiegel, dann tun wir den Reis drauf und wischen ihn wieder runter, Reis drauf, wischen ihn wieder runter, 100.000 Mal. What the hell? I mean, what is the purpose of just cleaning up? Was soll das bedeuten? Time, immer Reis drauf und wieder runterwischen, Reis drauf wieder runterwischen. Was soll der Sinn davon sein? Warum ist das nützlich? Was soll das? Purifying your mind. Es ist, du reinigst damit deinen Geist und deine Wahrnehmung. So just as you do mandala traditionally that way, so wie du traditionell Mandala opfern, everything you do is mandala. Ist in jedem Aspekt you do mandala. Alles, was everything du tust, ist Mandala. Kannst du als Mandala machen. Offer, alles kannst du offer to the Buddhas. Darbringen, den Buddhas geben. Like for example, when you work for Rigpa, zum Beispiel, wenn du für Rigpa arbeitest, Rigpa, dann solltest du nicht denken, ach, für Rigpa. For the Buddhas. Sondern es ist eine Gabe für die Buddhas. And for the benefit of all sentient beings. Und für das Wohl aller fühlenden Wesen. If you do that, then that's mandala offering. Also, wenn das some of you may have not done your mandala offering. Der Motivation passiert das Mandala Opfer. Viele von euch haben kein Mandala Opfer gemacht, haben keine Niederwerfungen gemacht. If you actually in life when you offer. Aber wenn ihr das im Leben tut, eure Arbeit darbringt. You see the hour of the work you do. Dann ist die sozusagen Größe der Arbeit, die du machst, can be accounted as your mandala offering. Die Anstrengung sozusagen, die in deiner Arbeit ist, die Stunden könnten sozusagen zur Nindro beitragen. Vielleicht machen wir das in der Zukunft sogar. Das heißt, man macht eine formelle Praxis am Anfang der Arbeit und dann bringt man formell einen Mandala-Opfer da und statt immer wieder diesen Spiegel zu reinigen, ist deine Arbeit, die du tust, Mandala-Opfer. Ist das klar? Very much, you see. So that's why it's very much, you see, it doesn't matter what you do. Egal, also was du tust, useful. Sei einfach nützlich. Sometimes what happens is, I know people who just wait for the right job. Ich kenne Leute, die sitzen und warten auf den richtigen Job. Einen Menschen kenne ich. Who doesn't move his ass at all. Der seinen Arsch echt nicht hochkriegt. Because nothing is everything is below his dignity. He doesn't want to waste his time. Alles ist unter seiner Würde. Er will seine Zeit damit nicht verschwenden. And so what he does, he just watches television. Was er also macht, er sitzt die ganze Zeit vorm Fernseher. And doesn't want to, you know, waste his time. Er möchte einfach seine waste his time. Zeit nicht verschwenden und damit verschwendet er die ganze Zeit seine Zeit. Some people do that, you know. Manche Leute machen das. So sometimes people think they're not useful, so that you practice uselessness. So manche Leute, die glauben, nicht nützlich zu sein, praktizieren einfach Nutzlosigkeit. You fall asleep in your uselessness. Man schläft ein in seiner Nutzlosigkeit. And also you can think you're useless. Und dann glaubst du, du seist nutzlos. You practice uselessness.
Und dann übst du auch noch Nutzlosigkeit. Du tust, versuchst es nie mit Nützlichkeit. Nie ist das Gefühl, dass du was zu geben hast. Keine Freude, immer nur, ach ich, was habe ich schon zu geben, was habe ich schon zu tun. Immer unterdrückst du dich weiter. Like for example, give an example. People come to, you know, people volunteer the group, you know, they do tapes or this thing, you know. Manchmal kommen Leute und melden sich freiwillig für bestimmte Sachen. And then people work on tapes, you know. Und dann arbeiten sie mit den Kassetten. Because there are many people make promises, you know. Aber viele machen ihren Versprechungen. Then what happens? Everybody just, you know, saying, you know, they make a promise. Dann versprechen sie also etwas, einen Beitrag zu leisten. Nobody actually shows up. Und dann sind alle glücklich und dann kommt keiner. It just lands on one person. Und alles fällt immer auf einen Menschen zurück. And that person get quite overwhelmed. Und dieser Mensch ist dann nun wirklich überwältigt. And so sometimes, like you see, what happens is this particular person gets a bit fed up. Und dieser Mensch hat dann irgendwann die Schnauze voll. I'm going to do this time, but next time. Und sagt, okay, diesmal mache ich es noch. I'm not involved. You do whatever you want. Aber das nächste Mal habe ich nichts mit dem zu tun. Dann macht ihr, wie ihr es wollt. Ich mache dann spirituelle Praxis. See? Where is spiritual practice? Wo ist denn spirituelle Praxis? You're supposed to be working for the benefit of all sentient beings. Ihr solltet doch zum Wohle der fühlenden Wesen arbeiten. Life for sentient beings. Sagen, ihr solltet doch bereit sein, euer Leben für spirituell für die fühlenden Wesen zu geben. Jetzt seid ihr ein bisschen überwältigt. You think that is disturbing your lifestyle. Und habt das Gefühl, das stört euer Lebensstil. Lebensstil. And you want to practice. Weil ihr würdet lieber praktizieren. Completely. There is no hope. Es gibt for you to gain enlightenment. Sollte das so sein, keine Hoffnung für euch, Erleuchtung zu erlangen. So, you see, this when I hear this kind of thing, you know. Also wenn ich solche Dinge höre, little bit sad. Dann macht mich das ein bisschen traurig. You know, so little understanding. Weil ich mir denke, oh, so wenig Verständnis. I don't think. Badly of the people. No, not at all. Ich denke da nicht schlecht von den Leuten, die das sagen. I just see, you know, the lack of knowledge. Aber ich sehe einfach einen Mangel an people Verständnis. Think, or spiritual practices, you know, because what do we say? People? I don't want to work because I want to do practice. Weil sie sagen, ich möchte nicht arbeiten, aber weil ich praktizieren möchte. Because practice is actually benefiting me. Aber Praxis nützt den Menschen, den Wesen. Like for example, Dalai Lama. Dalai Lama zum Beispiel. He said, when he was young, als er noch jung war. But that he really had a strong desire, he said, dann sagt er, hatte immer einen ganz starken Wunsch, Erleuchtung zu erlangen. He really had strong als junger Mann hatte er einen ganz, ganz starken Wunsch danach. Sein tiefster Wunsch was going to retreat. War es, ins Retreat zu gehen. Wish, you know, is to have just a key, have the key to his own room and just put in the pocket and go wherever he wants, you know? Es wäre sein höchster Wunsch sozusagen, den Schlüssel für sein eigenes Zimmer zu haben, abzuschließen und zu gehen, wo immer er kann. He used to say that before, but now he no longer said that. Er hat das früher immer gesagt, jetzt heute sagt er es nicht mehr. He really kind of, you know, wanted to retreat and just really, you know. Er wollte einfach wirklich Retreat machen. Then he said, I remember it was 1984, I think it was. Und ich glaube 84 hat er dann gesagt. No, was 88, no. In Washington, he said that. Es war in Washington, ich erinnere mich. He said, now I've given up, he said. Er sagt, ich habe das jetzt aufgegeben. I've given up. Ich habe aufgegeben, hat er gesagt. Because you see, because of the situation, circumstances. Wegen der Umstände und der Bedingungen, really der Situation. To serve, to benefit others. Es geht doch darum, anderen zu nutzen. He said, I've given up my own enlightenment. Er hat gesagt, ich habe meine eigene Erleuchtung hintangestellt, um anderen zu helfen. And to be useful. Um nützlich zu sein. Mm-hmm. It's like you see, he's not looking, he's big, you know. It's not like, you know, Dalai Lama is not waiting for his kind of the big thing, which is enlightenment, you know. But then he's just being useful. Also Dalai Lama sitzt da nicht rum und wartet auf die große Sache, nämlich Erleuchtung, sondern er ist jetzt nützlich. Actually he said, und dann hat er gesagt, it's the same anyway. Ist es ja sowieso dasselbe. If you get enlightened, wenn du erleuchtet also bist, you're benefiting beings. Nützt du den Wesen. If you don't get enlightened also, und wenn du nicht erleuchtet on bist, the path of enlightenment, as a, on the path of Bodhisattva, und auf dem Pfad beings, zur Erleuchtung als Bodhisattva, so nützt man auch den Wesen. Job is the same. Also ist der Job sowieso derselbe. Job doesn't change. Job is the same. Der Job ist derselbe. When you get enlightened or not. Ob nun erleuchtet so oder nicht. What you do, you start doing the job. Also was du machst, ist, du fängst an, den Job zu tun. Just benefiting me.
And I myself realized also. Und ich selber habe auch gemerkt, is that when you really work for the benefit of others, wenn du für das Wohl der anderen wirklich arbeitest, actually that brings so much to you, dass das dir selber so viel bringt. More to you than any practice. Es bringt dir mehr als jede Praxis, die du machen kannst. Like for example, teaching. Zum Beispiel Lehren. Brings me more. Bringt mir mehr, als würde ich nur sitzen und praktizieren. In fact, teaching helps me more when I teach. Das zu lehren more for my practice ist besser für meine Praxis, ist mehr für mich Praxis als Praxis. Some might think, oh, why does he just practice? Manche sagen, actually, my practice is the teaching. Warum praktiziert er nicht nur? Meine Praxis ist die Lehre. Practicing when I'm practicing, actually I'm benefiting others, hopefully, when I'm practicing. Ich praktiziere, wenn ich lehre, und ich hoffe, dass ich anderen nütze, wenn ich lehre. So that's why what I'm saying is that really it's very important to go beyond your limits. Es ist sehr wichtig, über die Grenzen hinauszugehen. Go beyond, you know, how do you say? Go beyond your limits. Über die Grenzen hinauszugehen. Do a little bit of sacrifice. Und ein bisschen ein Opfer zu bringen. For the benefit of others. Zum Wohle der anderen. If you look into the here, when you look into the life of the great master. Und hier ist es nützlich, sich das Leben der großen Meister anzuschauen. When you look at the life of great masters, wenn du das Leben großer Meister anschaust, dann wirst du sehen. Like, for example, myself. Zum Beispiel ich selber. Like many times I said to, like I said to Ruth, I said, you know. Ich sag zum Beispiel oft, zum Beispiel zu Ruth. I feel I'm not being, how do you say, I'm not doing enough. Dass ich immer das Gefühl habe, ich tue nicht genug. I'm doing enough. Sometimes I think I do nothing. Manchmal sogar denke ich, ich tue eigentlich but gar nichts. But then when I look at it, you know, my day has been full. I've been doing really quite a lot. Aber wenn ich dann gucke, dann sometimes ist mein Tag vollgestopft. Ich mache eine Menge. That means in a sense of, you see, I'm not so much, how would you say? Actually, I don't really think of you, see. Und trotzdem glaube ich immer, ich tue nicht genug. Work for the benefit of beings. Ich denke eigentlich gar nicht so viel drüber nach. Wenn man für zum Wohl der Wesen arbeitet, denkt man nicht. You don't even take credit. Man nimmt nicht einmal sozusagen den Dank dafür. You don't take even credit. Nicht einmal Dank dafür nimmt man. Do it. Man macht es einfach. Like a job. Wie ein Job. No, I don't mean do it like a job, but you know. Job. Ich meine nicht so, man tut es einfach wie ein Job. Like for example, what is the sun's job? Was ist der Job der Sonne? Shines. Zu scheinen. You understand? Like, really, just do it for the moment. So therefore, you see, be useful. Einfach nützlich sein. Wherever you are, just there. Wo immer man ist, dort macht man. Sometimes there are certain qualities people have. There are some people, you know. Anything you ask them, they do it. Gibt Leute, die haben Qualitäten, die tun alles, um was man sie bittet. Like sometimes I remember there are some very, you know, quite, how do you say, you know, sometimes somebody like, you know, somebody I know, some who are kind of like, you know, quite high position they enjoy in the life. Manchmal gibt es Menschen, die im Leben ganz hohe Positionen eingenommen haben. Right? And when they come to spiritual teachings, you ask them to do something, they're willing to do anything. Und wenn sie dann in Spiritualität kommen, dann bittet man sie um was und sie sind bereit, alles zu tun. Die würden sogar auf den Boden kehren. Then I just have respect for them. Davor habe ich wirklich dann Respekt. This is special. Das ist etwas Besonderes. This is a great man. Das ist ein großartiger Mensch. A great man or great woman is somebody who's willing to do anything. Ein großer Mann, eine große Frau zeichnet aus, dass er bereit oder sie bereit ist, alles zu tun. Especially serving. Und besonders dienen. Serving. Dienen. Serve. Dienen. Serving. Particularly West. Besonders im Westen. Very proud. Sind die Leute ziemlich stolz. So serving is very good. Also ist Dienen sehr gut. Very much. You understand? Serving. So the work is very much more important than your practice. Die Arbeit also ist viel wichtiger als die Praxis. Who work for Rigpa. Das gilt für die für Rigpa arbeiten. If you really know how to dedicate. Wenn ihr wirklich zu widmen versteht, die drei edlen Prinzipien berücksichtigt, you never know how much karma. Dann habt ihr keine Ahnung, wie viel Karma ihr reinigt, wie viel Verdienst ihr ansammelt. But if you don't know that, aber wenn ihr das nicht wisst, sometimes I really feel very sorry also. Und dann manchmal tut es mir richtig leid. Who've done a lot, you know? Like who've done a lot. Gibt Leute, die haben eine Menge getan. But because they don't have the view. Aber weil es ihnen an der Sicht because fehlt. They don't realize what they've done. Weil sie nicht merken, was sie getan haben. So useful, weil sie nicht sehen, wie nützlich sie waren. They think, oh, you know, they've been not useful, they've not been appreciated. Denken sie, ach, ich bin nicht nützlich gewesen, niemand hat es geschätzt, was ich getan habe. And that's a pity. Und das ist so schade. Because not question of people appreciating. Denn es geht ja gar nicht darum, dass es jemand schätzt. It's the Buddha's appreciating. Die
Die Buddhas wissen es zu schätzen. If your karma appreciating. Dein Karma kann es schätzen. Like with your bank managers. Wie ist es wie mit deinen Bankdirektoren? It's not what you talk to them. Das ist völlig egal, was du zu ihnen sagst. You have in the bank. Sondern das Einzige, was zählt, ist, was auf deinem Konto ist. In karma, it's not so much, you know, what you say, what's in your merit bank. Sondern beim Karma ist dasselbe. Es ist nicht so sehr, was du tust oder was du sagst, sondern was auf deinem Verdienstkonto ist. It's what is in your merit bank. Was in deiner Verdienstbank ist. You understand? It's very important. Really. You have to actually, you know. So it doesn't really matter if you, you see, with the, you see, each time you do something. Jedes Mal, wenn ihr etwas tut. You have motivation of the bodhicitta. Tut ihr es mit der Motivation von Bodhicitta? For the benefit of beings. Es tut es also zum Wohle der Wesen. In the middle, there's not the grasping. In der Mitte lasst ihr kein Greifen zu. At the end, instead of complaining. Und am Ende, statt euch zu beklagen, dedicate. Widmet ihr. Even if nobody thanks you. Selbst wenn euch keiner dankt. You see, in fact, the less you thank, the better it is. Es ist eigentlich sogar so, je weniger fact, dankt, umso besser. If you have a most difficult time, let's say. You like, let's say you're in the center and you had the worst time. Nehmen wir mal an, ihr habt euch geht's ganz mies. Ihr seid im Zentrum und ihr habt solche Schwierigkeiten. You have the best karma. Dann ist das für das Karma das Beste. You purify. Da reinigt ihr. Really, but if you know, aber if you realize it, ihr müsst es wissen, ihr müsst es erkennen. If you don't realize it, wenn ihr es nicht erkennt, then you have both. Dann habt ihr you have the worst karma and you have the worst time. Dann habt ihr nämlich beides. Dann habt ihr schlechtes Karma und eine schlechte Zeit. You have to realize it. Ihr müsst es schon erkennen. If you realize it, you see, instead of being thanked or you know, statt dass if you really dedicate, man euch dankt, widmet ihr. Really. And this is something that I have not spoken on before. Und das ist etwas, was ich bis jetzt noch nicht gesagt in habe. The traditional teachings, in den traditionellen Lehren spoken very much, wird das sehr, sehr betont, wenn man die Schriften liest. If you look into the scriptures, wenn man in die Schriften schaut, and there's so much really, quotations, dann wird das immer und immer wieder zitiert. Which in future I want to bring it to, und ich möchte das auch in Zukunft to bring this kind of the spirit to work, aufbringen, damit die richtige Geist in der Arbeit sichtbar wird. You understand? So it doesn't really matter. Es ist also ziemlich egal. It doesn't really matter how useful, you know. It's like how you think you're useful you are. Es ist eigentlich ziemlich egal, was ihr glaubt, wie nützlich ihr seid. As long as you're useful. Solange ihr nützlich seid. It's sometimes you see, it is when you have the right attitude. Manchmal, wenn man die richtige Einstellung hat, then things will happen to you. Dann geschehen dir die Dinge. It is when you're kind of waiting for something to happen. Wenn du darauf wartest, dass etwas geschieht. It's not waiting for that right job for you. Es ist nicht, geh nicht darum, auf den richtigen Job zu warten. You start doing anything that comes in the way. Mach einfach irgendwas, was dir unterwegs begegnet. Irgendwas mit, fang mit irgendwas an. That comes in the way. But again, also don't do everything because it'll be too much again. Anyway. Aber natürlich kannst du nicht alles tun, weil das wäre zu viel. And then you think that is really, you know how you say. Then what happens if you keep doing that? Wenn du das machst, so auf diese Weise machst, then it becomes clear. Dann wird einfach für dich langsam die Sachen werden klarer. Is that clear? But in this, what is important is also, how would you say, like when in the Dharma, for example, when you do things. Wenn du zum Beispiel im Dharma bist und Dinge tust, keeping the view, ist es das Wichtigste, die Sicht zu halten. That you keep space. In der Sicht hältst du den Raum offen. Like sometimes you see, we don't want to be overwhelmed. Wir wollen nicht gerne überwältigt und aufgefressen werden von einem Job. Is the view. Und das verhindert die Sicht. Space in the view. Die Sicht hält den Raum offen. So you're not overwhelmed. So, und dann kann man nicht überwältigt always werden. Have the view. Immer die Sicht halten. Like between the door, sometimes it makes noise. You put a little bit of oil. Genau wie mit so Türen, wenn sie quietschen, dann ölt man sie. That's the view. Das ist die Sicht. View that oils you, so that you don't long longer creak. Die Sicht ölt dich, so dass du nicht mehr quietschst. Especially old mind like ours. Zum Beispiel ein alter Geist wie unserer. We need a little oil of you. Wir brauchen immer wieder ein bisschen das Öl der Sicht. And then you have the view. And then whatever comes. So, man hat also when you have the view, die Sicht und was immer kommt, kind of a discernment in that anyway. Weil wenn man die Sicht hat, ist da schon Entschiedenheit drin und Entscheidung drin. Suddenly, slowly, the right things will come. Und dann kommen die richtigen Dinge ganz von selbst. Seen happen. Und das habe ich geschehen sehen. Slowly.
Allmählich geschieht das. So I stopped there.